Hallihallo, Hallöchen, meine lieben Freunde und ein herzliches Willkommen zu einer neuen Folge von Jurassic Park The Game. Und wir sind immer noch in Episode 4, die Überlebenden, und versuchen zu überleben. Wow! Gut, in der letzten Folge, da haben wir nun den richtigen Weg aus diesem unterirdischen Labyrinth herausgefunden, jedenfalls mit einer Gruppe, und zwar mit Jerry und der guten Nima. Allerdings sind Yoda, Dr. Sorkin und Jess noch dort unten und werden angefallen von diesen bösen, kleinen, unaussprechlichen Dinos. Aber wir werden jetzt sehen, wie es ihnen anscheinend ergangen ist, deswegen machen wir direkt mal weiter. Sie leben! Ja! Hey! Na? Alles gut bei euch? Sieh sich einer das an. Was ist das? Sehen aus wie Futterbecken. Das hier könnte eine Brutstätte sein. Eine was? Sie ziehen diese Fische auf, um sie an andere Tiere zu verfüttern, wie im Delfinarium. Wie die Killerwale? Ganz genau. Das ist eine Menge Fisch. Wie viele Wale füttern Sie damit? Ich weiß nicht. Sieht aus, als könnte einer dieser Tanks 3 oder 4 Orcas am Tag füttern. Seit wann sind Sie Fischexpertin? Ich kann höchstens raten. Da drüben ist ein Schild. Sieht aus wie ein Terminplan oder so. Das hier ist eine Brutstätte. Das ist der Zeitplan für die Becken. Warum glaube ich nur, dass mit diesen Fischen keine Wale gefüttert werden, Doc? Vielleicht, weil es keine Wale im Jurassic Park gibt. Oh. Halt! Ich habe was gehört. Was haben wir gehört? Was erwartet uns hinter dieser Tür? Ist es ein Clown? Nein, kein Clown. Entschuldigung. Raptor. Alles okay. Ich habe aber Raptoren gehört. Dad! Jess, Gott sei Dank. Alles okay? Bist du verletzt? Nein, mir geht's gut. Können wir endlich nach Hause? Ich bin so froh, dass Sie beide noch leben, Jerry. Wie sind Sie hergekommen? Wir sind in der Nähe einer Tourroute aus einer Dienstluke in den Tunnel geklettert. Zum Glück hat jemand das Tourprogramm laufen lassen. Danke. Sie meinen... Dr. Sorkin, die Telefone gehen nicht. Wie bitte? Kein Freizeichen. Sie meinten doch, die Telefone hier würden funktionieren. Seltsam. Mir wurde angezeigt, dass die Hauptleitungen hier aktiv sind. Es sei denn... Natürlich. Die Computersysteme kontrollieren alles, auch die Telefone. Wenn der Stromausfall länger anhielt, als die Notstromakkus reichten, muss das System wieder hochgefahren werden. Bringen Sie uns zu den Telefonen, Doc. Wir haben nicht viel Zeit. Mr. Yoda, ich lasse mich nicht länger von Ihnen herumkommandieren. Hören Sie, das hier ist kein Ausflug. Wenn wir Inge nicht rechtzeitig kontaktieren und einen anderen Helikopter ordern, der uns hier rausbringt, macht ein Bombengeschwader die Insel und uns platt. Was? Ganz recht, Doc. Sie bringen all ihre kostbaren Tierchen um und versenken die Insel im Pazifik. Dios mio! Das meinten Sie also mit Ground Zero? Ganz genau. Sagen Sie mir das doch früher! Das ist mein Zuhause! Ihr Zuhause? Was soll das heißen? Ich habe nichts gesagt, weil ich dachte, wir würden jetzt längst von der Insel runter sein. Diese Insel ist die Heimat ihres Volkes. Moment. Was hat Dr. Sorkin vor? Laura? Oh, ich hasse sie so sehr. Sie, was werden Sie... Wo geht sie hin? Ich werde Keine die Dinos Ahnung. Retten gehen. Diese Rotunde. Dort ist der Kontrollraum. Sie geht ohne uns zu den Telefonen. Verdammt! Holen Sie den Aufzug wieder hoch! Oh mein Gott, ich kann sie einfach so gar nicht leiden. Sie haben beim Bau hier viele Fortschritte gemacht. Paläozoikum, was? Tja, die meisten der Prachtstücke hier stammen wohl nicht aus dem Jura. Okay. Ach, ich weiß auch nicht. Irgendwie die Dr. Sorkin, also ich kann sie ja irgendwo verstehen, ne? Das ist so ihr Baby, das ist so ihr Meisterwerk, ihr Machwerk, nicht Machtwerk. Es könnte natürlich auch ihr Machtwerk sein. Aber nein, das ist ihr Machwerk. Das Wort klingt komisch. Du willst immer einen Tee hinten ran machen. Sag das mal. Machwerk. Naja, auf jeden Fall. Aber ich finde das einfach so, oh, jetzt weißt du so, boah, Mann, also... Wie seid ihr zwei so schnell hergekommen?
Ein Tourfahrzeug hat uns mitgenommen. Ganz toll. Ich bin in diesen Tunneln um mein Leben gerannt und ihr zwei macht eine Spritztour? Spritztour? Jetzt mach mal halblang. Mimi, Mimi, Mimi. Warum gibt es hier ein Aquarium? Kann man überhaupt Urzeitfische klonen? Soweit ich weiß nicht. Amphibische Mücken gab es, glaube ich, nicht. Hä? Weißt du noch, dass auf der Tour erklärt wurde, dass wir unsere Dino-DNS aus Mückenfossilien gewonnen haben? Mücken können keine Tiere stechen, die unter Wasser leben. Oh, stimmt. Guter Punkt. Aber wahrscheinlich haben sie es trotzdem irgendwie geschafft. Ich will das alles nicht mehr, Dad. Können wir nicht einfach hier auf ein anderes Rettungsteam warten? Das machen wir, aber zuerst müssen wir dieses andere Rettungsteam rufen. Und wenn das genauso schief läuft wie mit dem ersten? Hey, sieh mich an. Wir schaffen das schon. Was sage ich immer über das halb volle oder halb leere Glas Wasser? Hey, ich habe ein Bier bestellt. Das ist mein Mädchen. Den Spruch mag ich, obwohl ich kein Bier mag. Warum sitzt sie denn jetzt so verkrampft da? Wollen wir Hände schütteln? Oh, das ist bestimmt eine gute Bauch-Beine-Po-Übung, die sie da gerade macht. So angestrengt dort sitzen, nicht mal wirklich auf dem Rand von diesem Ding. Okay, weiter geht's. Dad, es tut mir so leid, dass ich so viel Ärger gemacht habe. Nicht doch. Das hier ist nicht deine Schuld. Natürlich, das Rauchen und der Dinosaurier, das Klauen und meine schlechten Noten. Ich will nicht immer so einen Mist bauen. Hör zu, Jess. Ich weiß, dass ich manchmal ziemlich hart zu dir bin. Ich habe das Gefühl, als müsste ich monatelange Erziehungsmaßnahmen in die paar Tage stopfen, die ich mit dir zusammen bin. Aber du bist eine tolle junge Frau. Ich bin stolz auf dich und ich will nicht, dass du dieselben Fehler machst wie ich früher. Okay, das scheint sie zu beruhigen. Ah, Paleozoikum. Vom ältesten zum jüngsten System. Cambrium, Ordovizium, Silur, Devon, Carbon, Perm. Okay. Interessantes Konzept. Lebende Fossilien. Wie soll eine Mücke auch Fische stechen, die hunderte Meter unter der Wasseroberfläche leben? Das kleine Becken ist cool. Wurden diese Tiere wie die Dinosaurier geklont? Nein, sie sind nicht ausgestorben, sondern leben auch heute noch im Meer. Man nennt sie lebende Fossilien, weil sie sich von den alten Fossilienformen, die Paläontologen fanden, kaum weiterentwickelt haben. Oh, ist das ein Pfeilschwanzkrebs? Könnte sein. Ich weiß ehrlich gesagt nicht viel über Meeresfauna. Fauna. Oh, ich will auch so einen kleinen Pfeilschwanzkrebs. Wie geht's dir, Jess? Mein ganzer Körper zittert. Ich wäre sogar lieber wieder im Gefängnis. Ich hab das Weglaufen satt, Dad. Ich weiß, ich auch. Aber jetzt sind wir erstmal sicher. Ja, für die nächsten 5 Minuten, bis der Raptor kommt, den ich eindeutig gehört habe. Was soll das sein? Keine Ahnung. Sieht aus wie ein Mosasaurier. Mosa, was? Sieht ziemlich gruselig aus. So eine Art Meeresechse. Stell dir eine große Muräne mit einem Krokodilkopf vor. Krokomuräne? Toll. Klingt nett. Keine Sorge, auf meiner Liste von Parktieren sind keine Meereskreaturen. Wofür sind dann all die Futterfische? Futterfische? Ja, wir sind durch einen großen Raum voller Fischbecken gekommen. Laura meinte, mit denen werden andere Tiere gefüttert, zum Beispiel Wale. Ziehen wir keine voreiligen Schlüsse. Okay. Ja, dieser riesige Dino dort erinnert mich sehr an Jurassic World. Aber, na gut, ziehen wir keine voreiligen Schlüsse. Ich meine, wieso, wenn ich jetzt wandern... Ich geh mal rüber zum Infostand, okay? Ja, Dad. Okay, dann gehen wir mal mit Yoda quatschen. Ich dachte jetzt eigentlich, ich könnte... Ja, eine Information könnte ich jetzt brauchen. Ja, willkommen im Club. Clever. Sieht aus, als würden sie Daten aus der paläozoischen Ära als tägliche Tastencodes benutzen. Okay. Die paläozoische Ära ging der ältesten Periode auf der Anzeige voraus. Vielleicht beginnt die Abfolge nicht am Anfang der Woche. Okay, heute ist Sonntag. Ich brauche den Code von Freitag. Okay, dem können wir uns ja gleich widmen. Da muss ich nochmal gerade eben gleich schauen gehen, wie das war, wie die Folge. Also, das weiß ich nun leider jetzt nicht mehr auswendig. Oh, gut. Eine Anleitung. Oh. Schlüssel einstecken. Code hält 24 Stunden und so weiter und so fort. Morgendlicher Betrieb setzt Vorgang zurück. Schlüssel gegen Uhrzeigersinn auf Eingabe drehen und 3 Sekunden halten. Tastatur setzt zurück und piept 3-mal. Im Uhrzeigersinn auf Zurücksetzen drehen. Vorherigen und neuen Code eingeben. Klingt machbar. Sagst du, ich habe schon wieder alles vergessen. Oh Mann, oh Mann, oh Mann. Billy,
Sie kennen nicht zufällig die Reihenfolge der paläozoischen Perioden? Oh, natürlich, Jerry. Erste Halbzeit, zweite Halbzeit, Verlängerung und Elfmeterschießen. Oh, schon klar. Verstanden. Beeilen Sie sich einfach. Ich versuche mich zu beeilen. So, ich glaube, bevor ich jetzt die Kärtchen da in die Hand nehme, gehe ich nochmal ganz schnell gucken. Aber ich möchte mich auch da nochmal schnell umgucken. Vielleicht klappt das ja auch so und ich mache mir jetzt einen Hack-Mack, ohne dass ich das machen müsste. Hallo? Nanima? Was los? Ich muss den Aufzug zum Laufen bringen. Alles gut zwischen Ihnen beiden? Bringen Sie einfach den Aufzug zum Laufen. Ich habe nicht mit Ihnen gesprochen. Bitte keine Streitereien mehr. Unsere Lage ist auch so sonst schlimm genug. Ja, das stimmt allerdings. Vor allem, wir haben auch gar keine Zeit für diesen Philippans. So, Code funktioniert nicht. Siehe Handbuch am Informationsbüro. Ja, das klappt ja nicht. Okay, das muss ich später auf jeden Fall machen. Gut, ich würde mal gerne da weg. Denn das bringt mir so einfach mal nichts. So, dann schreibe ich mir eben mal ganz schnell nochmal diese lustigen... So, Perm war ganz oben. Ich muss mal hin. Carbon. Devon. Keine Ahnung, ob ich es richtig ausspreche. Silur. Silur. Ordivizium. Divizium. Und ganz unten, was war ganz unten? Paläozoikum, Cambrium, Ordovizium, Silur, Devon, Carbon, Perm. Warte mal. Paläozoikum. Paläozoikum oder so. Okay. So, aufgeschrieben. Dann mal gucken. Ich gehe mal rüber zum Infostand, okay? Ja, Dad. So, mal gucken. Das kriege ich doch sortiert, oder? Muss ich nochmal gucken. Okay. Warte mal, da muss ich... Hier ist genug, um die Reihenfolge abzuleiten. Wenn ich mich nur an die Reihenfolge auf der Anzeige erinnern könnte. Okay, Perm. Wir brauchen Perm. Wir brauchen Perm, wir brauchen Perm. Perm brauchen wir. Den Code. Perm? Das müsste der, klingt ja. Richtig. Ja, das müsste auch das Richtige sein. Nimm Perm. Okay, mein bester Tipp. Okay, 9, 2, was? Was war's? Mein bester Tipp. 9, 2, ich versuch's 5, im 1. Aufzug. Okay, 9, 2, 5, 1. So, jetzt muss ich nochmal schnell die Bedienungsanleitung nachlesen. 9, 2, 5, 1. Und ich muss da nochmal kurz lesen. Weil, beziehungsweise er muss mir das vorlesen. Schlüssel auf Eingabe drehen und 3 Sekunden halten. Auf Zurücksetzen drehen. Den alten und neuen Code eingeben. Eingabe, halten, zurücksetzen. Code. Eingabe, 3 Sekunden halten, zurücksetzen, Code. Okay, das krieg selbst ich hin. Das sollte eigentlich total machbar sein. So, schauen wir einfach mal, ob Perm richtig ist. Aber soweit ich weiß, sollte jetzt Perm wirklich richtig sein. So, Eingabe. Wo? Input. Okay. 9, 2, 5, 1. Okay, neuer Code. Halten wir es einfach. Okay, neuer Code. Halten wir es einfach. Yes! Wow! Ich bin der Meister des Aufzugs. Schön. Hey, lassen Sie das zu. Sind Sie verrückt? Jemand könnte es sehen. Nur die Ruhe. Was sehen? Verdammt, Sie leichtsinniger Idiot. Was war das? Spionageausrüstung oder so? Ganz genau. Streng geheim. Und wenn du irgendwem davon verrätst, muss ich dich töten. Sie werden ihr kein Haar krümmen. War doch nur Spaß. Hey, ich hab den Aufzug zum Laufen gebracht. War auch Zeit. Was ist hier los? Nichts, alles okay. Okay, der Yoda dreht, glaube ich, ein bisschen sehr ab gerade. Also er wirkt ein bisschen sehr, sehr merkwürdig. Oh, Jess, denk nicht mal daran. Denk nicht mal, ihm das zu klauen. Das wird nur schief gehen. Schluss damit. Wir müssen endlich los. Wir haben nicht ewig Zeit. Ja, ich glaube, der Yoda ist ein bisschen verrückt geworden.
Dad, meine Ohren, liebe was Gäste, ist los? Die Lagunenrotunde liegt in einer Unterwasserumgebung mit höheren Druckverhältnissen. Bitte halten Sie die Nase zu und drücken Sie Luft hinein, um beim Hinabtauchen den Druck auf den Ohren auszugleichen. Wenn Sie über einen längeren Zeitraum Unwohlsein oder Schwindel verspüren, informieren Sie umgehend einen Schwindel? Mitarbeiter. Sie meinen einen tiefen Rausch? Das kann passieren, wenn man Druckluft einatmet. Woher weißt du das? Ich hab's in einem Film gesehen. Wow! Und da fahren wir hin? Ich denke schon. Ich fände das super, wenn es sowas geben würde. Mein Gott. Mit Dinos. Sowas habe ich echt nicht erwartet. Das ist so cool. Vorsicht, ich gehe vor. Cool, seht euch das an. Ich will mit Dr. Hammond sprechen. Nein, das kann nicht warten. Können Sie mich mit Mr. Maguire verbinden? Oder besser mit Peter Ludlow? Bitte beeilen Sie sich. Nein, hören Sie zu. Hier spricht Dr. Laura. Irgendwie gefällt mir ganz und gar nicht, was ich da sehe. Ich bin immer noch vor Ort. Holen Sie jemanden ans Telefon. Die Frau ist völlig verrückt geworden, glaube ich. So. Mr. Parker, ich will keine Rettung. Ich will den Bombenabwurf nicht verzögern, sondern ihn ganz verhindern. Von innen verschlossen. Was? Sie ist nicht kontaminiert, sondern ein Wildreservat. Okay, also ich brauche... Diese Tiere sind nicht verseucht. Sie sind stark gefährdet. Sie hören mir nicht zu. Mi. Hey, Dad, das hier sieht aus wie eine Gegensprechanlage. Was? Wo? Gut gesehen, Schatz. Laura, ich bin's, Jerry. Laura? Jerry, ich höre Sie. Gut, dass Sie hier sind. Jetzt wird alles leichter sein. Oh, was haben Sie getan? Wir werden den Bombenangriff stoppen, Jerry. Diese Insel muss erhalten bleiben. Oh Gott, was tut sie? Oh Gott, sie ist doch irre! Türen, die sich ohne Geräusch schließen, das ist doch irre! Die restlichen Überlebenden sind meine Geiseln. Gott. Vier andere. Drei Amerikaner und eine Costa Ricanerin. Ich lasse sie nicht gehen, bis die Pläne zur Bombardierung der Insel widerrufen werden. Hat jemand zufällig eine Waffe dabei? Sie haben kein Recht, uns hier festzuhalten! Rechte sind nur ein ideologisches Konstrukt. Ich will keine philosophische Debatte starten. Welche Rechte haben die Dinosaurier? Haben sie kein Recht darauf zu überleben? Sind unsere Rechte wichtiger als ihre? Ich will keine Rechte vergleichen, so majestätisch und lebendig sie sein mögen. Unsere Dinosaurier sind Phantome. Wir haben sie in eine Welt gesetzt, die nicht bereit für sie ist. Und wir müssen sie zum Schutz unseres Ökosystems isolieren und unter Kontrolle halten. Es geht nicht um Rechte, sondern um Verantwortung. Richtig so. Und wir tragen die Verantwortung, unsere Geschöpfe zu erhalten und sie auf ihre Art überleben zu lassen. Yoda, tun Sie doch was. Wir müssen etwas tun. Und was? Wir sind zwischen zwei Türen eingeschlossen. So weit wäre es nicht gekommen, wenn ich sie getötet hätte, als ich die Chance dazu hatte. Nein, Sie verweigern mir doch die Kooperation. Wenn Sie mir nicht garantieren, dass die Insel erhalten bleibt, dann muss ich drastischere Maßnahmen ergreifen. Sie ist völlig wahnsinnig. Gut, verbinden Sie mich mit dem Militär. Hallo? Hallo? Ich zeige Ihnen, wie eine Verseuchung des globalen Ökosystems aussieht. Was sagen Sie? Werden Sie den Bombenangriff stoppen? Hallo? Hallo? Laura, es gibt andere Möglichkeiten. Uns gegen unseren Willen hier festzuhalten, um die Dinosaurier zu retten, ist höchst unüberlegt. Sie wissen es doch besser, Laura. Ich weiß, Jerry. Ich weiß, was ich tue.
Ich habe unmissverständlich gesagt, was passiert, wenn die Insel bedroht wird. Ich hatte Pläne, die von Ingen und der Regierung ignoriert und durchkreuzt wurden. Und jetzt ziehe ich meine Konsequenzen. Oh, kann... Laura? Kann ihr ich jemand... lasse den Mosasaurus frei. Ach Gott. Sind Sie verrückt? Ein Landsaurier, der ins Festland paddelt, ist eine Sache. Aber Sie sprechen davon, einen Spitzenpredator in über 70% des globalen Ökosystems zu lassen. Es ist nur einer. Wir können ihn wieder einfangen. Ist sie denn doof? Bevor er den letzten Buckelwal frisst? Übertreiben Sie mal nicht. Laura, nicht! Oh nein. Oh nein. Kann ich hier bitte einfach mal heftigst in den Arsch treten? Was ist denn nun los mit dieser geistesgestörten Frau? Meine Güte. Die denkt aber auch wirklich über gar nichts nach. Ey, ohne Witz. Also, ich unterstütze Yodas Antrag von vorhin, ey. Dass der die... Ach gut, nein, töten ist keine Lösung. Aber ich möchte ihr einen Schlag verpassen. Ich möchte sie hauen und ihr in den Arsch treten und einfach sagen, dass sie blöd ist. Aber, meine lieben Freunde, das machen wir in der nächsten Folge auf jeden Fall. Guckt euch dieses böse Dino-Line an. Das möchte einfach alles töten, das Böse. Okay, meine Lieben, wir sehen uns in der nächsten Folge von Juju the Game. Und bis dahin sage ich, ciao, ciao.